Geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, meine Damen und Herren, liebe Gäste auf der Empore. Als am 4. April 2013 der Flughafen Kassel-Calden unter den Augen der lokalen Politprominenz und der Mitglieder der damaligen Landesregierung offiziell eröffnet worden ist und so mancher nordhessische Lokalpatriot dies mit einem Anflug von historischem Pathos kommentierte, wusste die nordhessische Öffentlichkeit nun tatsächlich, dass Kassel nicht nur der geografische Mittelpunkt Deutschlands ist. Mittlerweile sind 4 Jahre vergangen, mehr und Geschäftsführer sind in der Zwischenzeit verschlissen worden und die Fluggastzahlen sind desaströs. Sie wurden lediglich 2015 und 2016 ein wenig aufgehübscht, da von Kassel-Calden Flüchtlinge abgeschoben worden sind. Hinzu kommt der Irrglaube, man könne das neue Gewerbegebiet am Flughafen entsprechend vermarkten. Genau das Gegenteil ist der Fall. Bis dato hat sich außer einer Firma, die vorher ihren Sitz in der Kasseler Nordstadt hatte, niemand dort angesiedelt. Sämtlichen Kritikerinnen und Kritiker dieses Monuments der Steuergeldverschwendung wurden und werden weiterhin als rückwärtsgewandte, ewig gestrige Mäher und Arbeitsplatzverhinderer degradiert. Allerdings werden die Kosten des Flughafens in allen Außendarstellungen nicht umfassend berücksichtigt und insofern veröffentlicht. Transparenz sieht anders aus. Die Jubelgesänge der lokalen Politik und der örtlichen Presse bezüglich der Ansiedlung von Sundair unterschlagen allerdings, dass Sundair zurzeit ein Startup ist, welches erhebliche Schwierigkeiten am Markt hat. Ob die bisher gebuchten Reisen ab dem Sommer diesen Jahres tatsächlich ausreichen werden, um zumindest in die Nähe der Kostendeckung zu kommen, ist letztlich zu bezweifeln. Der Verdrängungswettbewerb, der unter den kleinen Fluggesellschaften tobt, ist nicht erst seit der Eröffnung dieses Flughafens bekannt. Sämtliche regionale Flughäfen weisen mehr oder weniger defizitär aus. Die öffentliche Hand muss das dann subventionieren bzw. ausgleichen. Darüber hinaus verliert GLS als Frachtkunde erhebliche Anteile am Markt. Auch hier ist der Ausgang offen. Die Herabstufung zum Verkehrslandeplatz ist nicht nur wirtschaftlich, sondern letztlich auch politisch geboten. Die Außendarstellung der Stadt Kassel, die überregional seit Jahren ein positives Echo erfährt, wird mit der Lachnummer Kassel-Calden erheblich konterkariert. Dies belegt in der Vergangenheit nicht zuletzt immer wieder Filmberichte und Dokus der Politikmagazine Panorama und Monitor. Ich kann durchaus nachvollziehen, dass die Verantwortlichen nur noch aus Angst vor Kritik dieses Desaster schönreden. Ich sage hier aber auch ganz klar auf Namen meiner Fraktion, wir begrüßen das Festhalten der geplanten Evaluierung der hessischen Landesregierung. Denn letztlich kann man sich noch sehr der Realität verweigern. Irgendwann wird es einen Kassensturz geben. Und dann werden unangenehme Fragen aufgeworfen, die dann aber allerdings nicht mehr von den hiesigen Protagonisten beantwortet werden müssen, die demnächst nicht mehr in Amt und Würden sind. In dem Zusammenhang begrüßen wir auch die Pressemitteilung der Kasseler Grünen vom 29.05. Da steht nämlich einiges Richtige und Wichtige drin. Nehme ich das erstmal so zur Kenntnis. Was hätte man nicht alles mit dem bisher ausgegebenen Geld alles machen können? Zum Beispiel Investitionen in die öffentliche Daseinsvorsorge, also konkret in Schulen, Kitas, die ÖPNV und so weiter und so weiter. An die Befürworter dieses postfaktischen Projektes kann ich nur den Appell richten. Hören Sie endlich auf, sich selbst und anderen etwas vorzumachen, denn bekanntlich kennt auch Schwachsinn Grenzen.